eines steht definitiv fest. Hier beim Großen Preis von Brasilien wird die Bühne für ein großartiges Schauspiel aufbereitet. Titelentscheidungen, Kummer, Triumphe und brasilianische Glücksmomente. Alles das wird Sie hier in Hülle und Fülle auf dem Autodromo José Carlos Pache erwarten. Interlagos, immer ein sehr besonderes Rennen hier in Brasilien. Eine Rennstrecke mit 4,35 Kilometer Länge, 9 Links- und 6 Rechtskurven, insgesamt also 15 Kurven. Wenn das Wetter bis zum Ende des Grand Prix weiterhin so trocken bleibt, sollte die schnellste Runde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 217 km/h aufweisen. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Nun lasst uns ganz kurz über Lewis Hamilton sprechen. Was für eine grandiose Saison haben wir von Ihnen gesehen. Der Sieg ist hochverdient und da Sie den Titel bereits in der Tasche haben, können Sie völlig unbeschwert in dieses Rennen gehen. Da muss ich dir beipflichten, diese Saison war ziemlich beeindruckend. Aber Champion oder nicht, ich denke nicht, dass sie das Rennen heute ganz gemächlich zu Ende bringen. Ganz im Gegenteil. Da es nicht mehr länger um Punkte geht, muss nichts mehr riskiert werden. Daher glaube ich, dass wir uns sogar auf ein aggressiveres Verhalten einstellen können. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Vettel, Max Verstappen und Ricardo, Gasly, Bottas, Stroll und Lucas Weber, Raikkonen, Albon, Carlos Sainz Jr. und Butler, Norris, Perez, Nico Hülkenberg und George Russell. Grosjean, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit zur Stimme. Let's go out there and push for at least 18th place. So, guck, was die Reifen sagen. Okay, wunderbar. So soll die Strategie sein. Und damit gehen wir rein ins vorletzte Rennen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Ja, wie soll Okay. Gut, dann haben wir. Damit haben wir auch alle Gänge mal durch. Getriebe funktioniert. Also, wie gesagt, heute mit einem erfolgreichen Grand Prix hier in Brasilien. Dann sollte das funktionieren. Heute mit dem Idealfall 26 WM-Punkte und Bottas nicht allzu viele. Dann kann man im nächsten Rennen den Joker ziehen. Und dann hoffen wir mal, dass wir den WM-Titel. Dass wir nächste Woche dann den Vize-WM-Titel, sehe ich ja, unter Dach und Fach bringen. Ihr sollt nicht wundern, dass wir momentan nur noch Formel 1 kommen, beziehungsweise nur noch Rennspiele kommen. Weil halt momentan der Umzug ein bisschen da im Stress steht. Also seht es mir bitte ein bisschen nach. Oder der Umzug dann im Weg, ein bisschen im Stand jetzt. Aber bald kommen jetzt wieder volle Folgen. So, schauen wir mal. Da muss man warten, bis jetzt alle noch in die Startposition gehen. So, die Ampeln gehen an. So, und ich kann mich wehren, Leclerc vorbei an Hamilton. So, wir können unsere Position verteidigen, auch wenn wir es ein bisschen hart gemacht haben, aber es funktioniert. Well,
18 Runden stehen wir uns heute, ja, stehen jetzt über uns hier an in Brasilien hier. So, schauen wir mal. Das kriegen wir hin. Wir müssen eigentlich heute tatsächlich das Ding irgendwie gewinnen, dass wir vor viel Punkte vor gegen Valtteri Bottas gut machen. Und dann müssen wir gucken, müssen wir rechnen. Und jetzt greift gleich Leclerc auch an. Besser übrigens. Mit der S haben wir gleich ein Problem, wenn der nämlich uns versucht zu überholen. Weil hinten sollen die da hinten kämpfen. Hamilton, Leclerc. Wunderbar. Wäre gut. Gute ist, die Strecke ist nicht lang. 18 Runden, sie gehen sehr, sehr schnell rum. Das ist das Allerwichtigste. Weil ich bin auch froh, wenn die Saison ja nicht durch ist hier. Wenn wir mit dem neuen, die neue zweite Saison gehen. Weil dann wird es mich richtig interessant, wie werden die neuen Teams aussehen. Ne? Wenn auch wahrscheinlich viele Fahrerwechsel kommen. Da wollte der Hamilton mal durchschlüpfen. Ja, das ist eine Überraschung, ist der. Ja, ich wollte ihn selber zum. Und ich versuche mich zu wehren, liebe Leute. Jetzt komme ich ein bisschen weg. Geil, da wollte. Da hat er mich dann noch. Da am Ende doch. Hat er mich doch noch abgeschossen oder was? Oder so, dass die Reifen tatsächlich so durch sind. Danke fürs Abschießen, Drecksack. Hey, dieses immer dieses unnötige, ich muss da nicht doch noch wegschießen schnell. Naja. Ich mache ihm nur die Lücke, ich will ihm einfach nur die Lücke zu ziehen, dass er mir nicht in die Bahn geht. Ich muss mich ja wehren gegen ihn jetzt. Ja, 14 Runden haben wir noch und ich muss mich wehren. Wehren. Die ganze Zeit jetzt gegen diesen Mercedes.
Da kommt aber immer wieder ein bisschen ran. Ich muss aus dem Fenster mit dem raus. Immer wieder kommt über die lange Geraden dran. Jetzt eh gleich in die Box wahrscheinlich. Boah, ich habe so viele Autos hinter mir. Ich denke, wenn ich hier gleich in die Box gehe, sind die eh durch. Da kann man die Position nämlich vergessen. Oder wir haben ja ein bisschen Glück mit dem Verkehr. Nicht auf ihn. Jetzt man muss. Ich wollte ihn nur ein bisschen wegbremsen. Soll man nicht auf die Nüsse gehen, ey. Hinter mir. Da flog was. Der macht doch am besten noch weiter zu, ey. Ah, scheiße. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Im Zweifel wäre ich mich ein bisschen rabiater. 12 Runden nur noch. Oh, wir müssen noch so viel Zeit. Wir müssen noch so viele Runden fahren. Das ist ein hartes Ding gerade, dass ich mich da jetzt wehren muss. Weil beide Ferrari da hinter mir kleben, ey. Was für ein Rennen, ey. Was für ein Kampf. Ich will dieses Ding hier nämlich gewinnen. Habe ich gerade gesehen, dass der Leclerc auf jeden Fall zu überholen ist. Oh, jetzt kommt er schon wieder ran, ne? Mann, ich hasse sowas, ey! Dieses unnötige wegdrehen, ey. Hauptsache nur mal weggehauen. Ich will dieses Auto hier nicht hinter mir wegkriegen. Mann, hau doch ab von mir jetzt. Ja, das Thema ist eh gegessen. Ich kann das Ding nicht gewinnen. Hau ab von mir endlich.
wenn habe ich mich halt wieder vorbei. Ja, deswegen kommt die auch so einfach wieder mich ran. Deswegen kann ich das Ding auch nicht gewinnen. Ich baue nur einen Motor ein nach dem Rennen. Zum Abu Dhabi Grand Prix. Bringt ja nichts. Wenn ich heute ein gutes Ergebnis hole und Bottas nicht so gut ist, dann müsste ich eigentlich, dann dürfte das eigentlich die Chance sein. Mal gucken, wie das Rennen halt ausgeht, ne? Hamilton dürfte eigentlich dahinter liegen. Jetzt komme ich zumindest ein bisschen weg. Neunte Runde, Halbzeit. Oh, schon wieder. Klar, wir haben nicht das schnellste Auto im Feld, aber wir, immer wieder kommen die da kommen die ran. Bleib da vorne. Die Streckposition gehört definitiv mir. Boah, ich vermute, dass der Boxenstopp jetzt nicht machbar ist. Verschwinde doch einfach mal von mir jetzt. So, dann gehe ich jetzt auf die Medium, weil kann auch sein, dass die Reifen einfach komplett am Arsch sind. Ich glaube, ich habe mit dem Einsatz ja 2 Runden gefahren. Ja, aber das ist ein neuer Satz. Ja, ich gehe davon aus, dass das Motor einfach durch ist. Ich glaube, Ferrari hat nämlich einen neuen Motor drin. Das wäre ich mit dem letzten, mit dem neuen Motor nochmal im letzten Rennen und den Vize-WM-Titel holen können. So, jetzt noch schön und jetzt sind sie vorbei. Also ich habe zumindest den jetzt warte nicht, jetzt fange ich an zu warten. Yes, davor geblieben. Vor Hamilton und vor Leclerc. Und da ist auch ziemlich groß geworden jetzt gerade. Damit ist Hamilton noch vorbei an den Ferrari. Und jetzt muss ich an meinen Teamkollegen vorbei, dass die mir da nicht das Auto jetzt, dass der mir jetzt nicht unnötig im Weg steht. Das war mir fast klar, dass du mir da die Lücke noch zuwerfen musst, ey. Ja, du machst mir die Lücke unnötig zu, einfach. Die Strecke einfach zu. Anstatt zu sagen, komm, der führt, der da kann man mal vorbeigehen. Nein, ich mach die zu, das geht nicht anders. Mann, verpiss dich doch einfach mal jetzt gerade. Dieses unnötige Aufhalten noch.
Ey, es geht um den Rennsieg und der bleibt mir einfach vorher schön vor der Nase stehen. Ja, ist mir jetzt das hässlich egal. Hauptsache, ich bin da durch. Mein Gott, Alter, dieses Unnötige. Der weiß, dass ich vorne um den Sieg fahre, weißt du, und bleibt dann schön vor mir kleben. Und fährt er mir so rechts, links vor die Linie. Ja, ich weiß, das ist nicht das andere. Ist das Gleiche, was ich mit dem Vettel auch mache, aber trotzdem ist es ärgerlich. Was ich mit dem hier. Oh, Bottas jetzt mittlerweile hinter mir. Jetzt wird es mir klar, wenn der raus ist. Sainz. Das ist natürlich nicht gut, dass der Bottas so weit so stark Rennen fährt. Von 8 vorgefahren mittlerweile auf Platz 3. Na gut, sollen wir mit Rennen. Naja, hätte sich egal. Ich fahre mein eigenes Rennen. Bis zum Boxenstopp habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Mittlerweile kann ich ein bisschen wegkommen. Klasse. Das heißt, alles neu komplett bei dem Abu Dhabi Grand Prix. Neue Bestzeit. Sehr schön. Aber diesem Hamilton, dem Hamilton immer kurz einen extra Punkt geklaut. Bisher für noch ein paar Runden. Abstand 3,3 Sekunden. Leider keine Bestzeit noch. Aber nur minimal verloren ein bisschen. Ja, der mir tatsächlich ein bisschen fast das Rennen komplett gemacht hat. Kaputt gemacht hat. Indem er diese ganze Zeit davor gesessen hat. Ich hoffe, dass der Hamilton den Bottas irgendwie noch kassiert. Der Drecksack! Der fährt mir einfach mal kurz 0,4 vor.
Und holt sich die schnellste Runde. Na, dann hat er das Ding jetzt. Da mache ich mir jetzt keinen. Da habe ich jetzt keinen. Das kriege ich nicht mehr hin. Glückwunsch für Claire. Scheiße. Die wäre sehr wichtig gewesen, dieser eine Punkt noch extra. Jetzt einen dritten Sieg noch. Den dritten Sieg in Folge und in Abu Dhabi ein starkes Endergebnis. Ah, Leclerc. Oh, ja, genau das meine ich einfach. Ach, der möchte einfach gerne lieber ein paar Pirouetten drehen. Warum nicht? Dann brauchen wir sie nicht. Dann brauchen wir das Ding nicht zu gewinnen. Ja, wobei ich glaube, ich jetzt extrem Probleme mit dem Motor habe. Ich werde die neuen Motor reinknallen am Rennen. Wenn ich das Ding nach Hause fahre. 17. Runde noch, 2 Runden. Haben wir eine Mazene mehr Fett, als ich bin. Leclerc hat den Punkt definitiv. Die kriege ich nicht reingeholt, die Zeit. Boah, das wieder vorbei an Leclerc. Hamilton. Ja, der muss auf jeden Fall Minimum auf. Wisst ihr, auf Platz 4 fallen noch der Bottas. Wobei ich glaube jetzt, dass der Leclerc jetzt tatsächlich schön da dran kommt gerade. Gucken, was nächste Saison halt hingeht, ne? Kein Top-Team, das ist schon klar. Einer von den großen drei wird es definitiv nicht werden. Bei Ferrari habe ich durch, Mercedes bin ich unzufrieden gewesen und auch bei Ferrari und Red Bull habe ich ja letzte Saison gefahren. Also brauche ich nicht jetzt unbedingt meine Top-Team. Ich weiß es doch nicht, halt wie gesagt, ne? Vielleicht ein Comeback bei McLaren, Renault, McLaren. McLaren, Renault, Haas. Schauen wir mal. Das ist so ein Person. Aber jetzt erstmal noch den Rest der Saison mit Williams versuchen nach Hause zu fahren. Dritter Saisonsieg in Folge? Fragezeichen, Rennen Nummer 9. Sieg Nummer 9. Ja, schon klar. So, jetzt hoffe ich, dass der Hamilton sich den Bottas noch packt. Das wäre nämlich auch wieder nochmal 3 Punkte weniger für Bottas. So, wir haben unser Ding erfüllt. Puh, was ein Rennen, ey. Das Team von Williams zeigt heute hier deutlich, was in ihnen steckt. Stefan Böhmer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos liegt. Ich hoffe, dass der Hamilton sich den Bottas noch gepackt hat. Natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Williams hat heute auf der Strecke eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Ich bin froh. Nee. Schade. Ja, dann muss es halt geliefert werden.
Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Röber? Ohne Frage Kevin Magnussen. Er hat heute auf der Strecke eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und hatte keine Angst, sich durch das Fahrerfeld zu kämpfen. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, damit bin ich vorbei an Bottas. 7 Punkte jetzt sind vor, also nicht für mich vor. Für die Fahrer, für die Konstrukteurswerbung reicht es ja, reicht nicht. Sind 50 Punkte. Ja. Das Ding ist durch. Schade, vierter Platz. Jetzt auf jeden Fall. Aber schauen wir mal. Wer ist denn der vierte? Racing Point. Wow. Starkes Ergebnis, definitiv. Ja, letzte Rennen. Liebe Leute, ein Rennen haben wir noch. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Definitiv. So, schon mal den Ruf steigern. Sie haben heute ein paar Kratzer abbekommen. Was meinen Sie, wer die Schuld dafür? Ja, war mein Fehler. Es muss sich gut anfühlen, den Zweikampf mit Devin, ihrem alten Formel-2-Rivalen, gewonnen zu haben, oder? Ja. Danke für den Kommentar. So, dann haben wir das auch so erledigt. 10 WM-Punkte. So, Rivalität gewonnen und ich führe da in der Rivalität. Zumindest den ersten, nächsten Rivalen geschlagen. Naja, ist mir jetzt egal. Scheiß auf die Hinruf. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. So, letzte Rennen, liebe Leute. Das war Brasilien, Entschuldigung. Ja, bitte das Getriebe auf jeden Fall ersetzen. Dann können wir nämlich da ohne Strafe durchgehen. Gut. Und das letzte Rennen ist Abu Dhabi. Dann sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.